ist etwas, was so urtypisch, ja, urtypische Deftigkeit ausstrahlt. Ja, Königsberger Klopse zum Beispiel, Bolan. Der kommt ja jetzt einfach. Woher weißt du denn, dass Königsberger Klopse mein Lieblingsgericht sind? Frank Rosin liebt gut gemachte Hausmannskost. Also, los geht's. Der Sternekoch zeigt, wie es geht. Es braucht Hackfleisch, Senf und ganz viel Paprika. Paprika ein bisschen mehr. Ja. Dazu fein gehackte Zwiebeln. Die obligatorischen Kapern dürfen in Königsberger Klopsen natürlich auch nicht fehlen. Endlich kehrt der Spaß in die Küche zurück. Oh, du Bein. Du beeindruckst mich so sehr, dass ich schon heulen muss. Eier und Kräuter werden zur Hackmasse gegeben. Als besonderen Clou kommen noch Sardellen dazu. Brötchen werden in Milch eingeweicht. Noch eine Frage, warum in Milch und nicht im Wasser? Ich kenne es mit Wasser. Ja? So Brötchen im Wasser so. Ja. Zerdrücken mit Milch. Ich weiß nicht, warum die Bude nicht voll wird, ne? Deswegen frage ich. Milch ist eben viel gehaltvoller, wie geschmackvoller. Wasser ist halt Wasser. In Wasser wasche ich Wäsche. Ja. Mit Salz wird die Hackmasse abgeschmeckt. Dann kommen die angedünsteten Zwiebeln hinzu. Die Handgriffe sitzen. Fehlt noch das alles Entscheidende. Liebe. Liebe. Paniermehl wird hier ab sofort selbst hergestellt. Frank Rosin verrät noch einen Tipp. So, jetzt nehmen wir hier die Kelle als Maß. Alle gleich groß, ne? Ja. Und rollen. Was machst du denn da? Das ist kein Schneeball, pass auf. Das geht so. In Zukunft soll das Essen in der Blattlaus optisch und geschmacklich überzeugen. Und auch im Garten des Restaurants sollen sich die Gäste endlich wieder wohlfühlen. In der Küche sind die Klopse derweil fertig gegart. Für die Soße wird Butter in einem Topf angeschwitzt. Zwiebeln dazu und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Dann das Ganze mit dem Kochwasser der Klopse ablöschen. Königsberger Klopse hat in unserer Familie einen sehr hohen Stellenwert. Die Großmutter meines Vaters hat meinem Vater mal 30 Königsberger Klopse gemacht. Und die hat er alle aufgegessen. Und aus Höflichkeit hat meine Oma ihn gefragt, ob er noch mehr möchte. Und was er gesagt hat? Ja. Ja, und dann hat sie gesagt, ich hau dir den Arsch voll. Zum Schluss die Sahne. So, und dann sind wir fertig. So, einfach ein paar Kartoffeln drauf, schön nach außen. Drei Stück reichen, das heißt ja Königsberger Klopse und nicht Königsberger Kartoffeln. Mhm. So, dann mache ich jetzt mal einen Klopse dran. Frank Rosin beweist hier, dass man auch schlichte Hausmannskost richtig gut präsentieren kann. So, oh, Kinder. I love it. I love it. I don't care. I love it. Und was sagt der Kochlehrling? Guck mal, das ist riesig, Hammer. Darf ich nochmal? Den schmeckt wirklich gut. Kannst du mich jetzt auch mal drücken? Ja. Super, ich danke dir wirklich. Oma, lieb, dass du mir das beibringst. Das mit Liebe wieder zu kochen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das steckt auch irgendwo an, sag ich mal. Das hat mir richtig Spaß gemacht.